So, das war's tatsächlich jetzt. Also, okay. Dann würde ich mal sagen, wir haben einen neuen Planeten Wohin? bekommen, den wir natürlich jetzt nach diesem Verrat freigeschaltet haben, weil wir jetzt Boot suchen müssen. Es geht um den Planeten Nova Garron. Also, auch den muss ich da erstmal erkunden. Jeddah ist zu 84,4. Oh, sieht auch gut aus. Ja, also. Erstmal hier, Nova Garron. So. Haben Kurs auf das Nova Garron-System. Ein paar imperiale Funksprüche, nichts Unerwartetes. Okay. Seher, ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber ich werde Sie vermissen. Nun ab in den Hyperraum, oder? Yes. Schnall dich an, Kerl. Zeit zum Landen. Bin dabei. So, okay, erstmal natürlich quatschen, bevor wir es anders machen. Ich kann einfach nicht aufhören, an Sir zu denken. Ich auch nicht. Ich werde das Pylons nie mehr so sehen können wie früher. Sie hat das Geld vorgestreckt, aber sie konnte es einfach nie besuchen. Und jetzt wird sie es niemals. Tut mir leid, Chris. Ja, mir auch. Ich hätte ihr gern wenigstens einmal alles gezeigt, weißt du. Viel Glück da unten, Kerl. Sei vorsichtig. Wir haben genug verloren, okay? Wie geht's dir? Es ist wieder passiert. Unsere Freunde, unsere Familien sind tot. Ich weiß. Es tut mir leid. Das ist nicht deine Schuld. Aber ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Ich beschütze die Mantis. Sei vorsichtig. Ja, Nova Garron, neues Kapitel. Mal gespannt, ob wir dann auch hier was von finden können an Errungenschaften oder besser gesagt natürlich an Secrets, durch Tod, oder? Nee. Okay, aber hier ist nichts. Werfen wir hier doch noch mal einen Blick rüber Ende dieser Plattform. Ne, Outdoor ist nichts. Wir werden erstmal gucken, gibt es hier am Hangar. Ja, gibt es tatsächlich drei Sammelobjekte. Dann können wir das oben schon sehen, ob wir jetzt ja noch nicht. Okay, von der anderen Seite müssen wir hier ran. So weit, so gut. Oh, Scanner. Sehen wir nach. Was ist das, Kumpel? So, ISB, Basisstruktur. Die imperialen Sicherheitsbehörde hat das Zentrum eines gefrorenen Asteroidenclusters, einen Hochposten und eine Operationszentrale eingerichtet. Wo könne man besser unbemerkt bleiben? Ja. Kommen wir gar nicht rein in die Ecken? Kommen wir auch nur rein, wenn wir von der anderen Seite rangehen. Guck
Guck mal, da oben ist nämlich eine Truhe, so wie es ausschaut. Schauen wir mal, wie wir mit BD da rankommen. Natürlich so. So, und den speichern wir natürlich mal. Ausruhen können wir uns jetzt natürlich noch. Ich bin mal gespannt, was hier auf uns wartet. Wohin? Wir müssen ihn finden, BD. Falls er überhaupt noch hier ist. Okay, ein Prioritz wieder bekommen. Prioritz zählt sogar auch zu den Sammelobjekten in diesem Abschnitt. Sehr schön. Und die Truhe. Ja, die ist natürlich, das ist mir nicht so einfach versteckt gewesen. Weil wir die schon vom Weiten sehen konnten, natürlich, ne? So. Oh, Inquisitoren-Lackierung. Aber das waren jetzt schon alle, genau, alle Sammelobjekte in diesem Abschnitt und wir haben schon zu, ach nee, warte mal, zu 50% nur diesen Bereich natürlich. Sliden. Ab nach unten sliden. Elektrowand. Solche Elektrowände werden in imperialen Hochsicherheitsbasen eingesetzt und erlauben nur Nicht-Organischen, sie unversehrt zu passieren. Alles andere wird schmerzhaft daran erinnert. Ja, heißt natürlich, ich werde dann wahrscheinlich dort verrecken, wenn ich da durchgehe oder es versuche. Das heißt, theoretisch könnte nur BD dadurch, ne? So, ja, wir haben es schon mal halbiert. Irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist. Genau. Ja, macht auf Energiefeldern Autsch. Okay, tschüss. Ist. Ja, wie komme ich hier jetzt da durch? Ah, warte mal. Irgendwo habe ich doch gerade ein R2 gesehen. Hey, BD.
Ja, wie kriege ich diese Dinger jetzt gelöst? Da habe ich echt noch überhaupt keinen blassen Schimmer, diese roten Schilde. Nee, also es muss irgendwo unten sein, dass ich da was machen kann oder machen muss. Eine verdammt gute Frage, wie ich durch die Strahlenschilde komme, echt. Ach, tschüss. Wieder besser hingucken können, einmal. Laufen wir nochmal zurück zu Marion. Vielleicht hat die einen Plan. Die hat mir auch schließlich bei diesen grünen Dingern geholfen, ne? Bin mal gespannt, ob ich vielleicht durch die imperialen Roten komme. Droide, bring Kell nicht in allzu viele Schwierigkeiten. Ach, sehr Wir reden später, ja, Kell? Ach, das ist jetzt nicht sehr hilfreich. Sie geht nicht auf. Schauen wir mal hier drauf. Warte mal, geradeaus, das Ding ist zu. Okay, das geht dann vielleicht später mal auf. Dann hüpfen wir wieder an die Wand. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich gucke mal auf die Legende. Die Legende. Ja, von diesen Toren steht da eigentlich nichts drin. Das heißt, normal müsste ich die überwinden können. Einfach weiterlaufen können. Ja, ich habe vielleicht noch eine Idee. Da war ja ein imperialer Subdroide, ne?
Ein imperialer Subdroide. Nehmen wir einfach mal zurück. Und lassen ihn mal respawnen. Bereit zum Aufbruch? Komm mal nach, ob wir den vielleicht irgendwie hacken können, dass er mir die Tür aufmacht. Naja, es sieht nicht danach aus. Darauf hätte ich auch eher kommen können. Kann doch nicht sein, dass ich... Ich sag dazu nichts mehr. Rote und grüne ist egal. Nur, dass wir beim Grünen keinen Schaden bekommen und beim Roten schon. So, das ist die Hangarbucht. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Ziel. Mit den Sicherheitsprotokollen des Hangars stimmt was nicht. Die FVK scheint okay zu sein, aber die Außenbereichsüberwachung ist offline. Was geht hier vor? Könnte sich jemand in unsere Systeme gehackt haben? Ich hoffe, das ist keine Übung. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf die Landeplattform umgeleitet. Er ist ein Offizier der imperialen Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. ISB-Agent. Jetzt sind die auch noch hier unterwegs. Die Agenten der imperialen Sicherheitsbehörde nehmen ihre Arbeit, die Untersuchung interner und galaktischer Sicherheitsangelegenheiten, äußerst ernst. Sie schützen ihre eigene Zuständigkeit, vertrauen nur sich selbst und behandeln alle anderen meist schroff und herablassend. Abgesehen von ihren Kenntnissen in Politik und Bürokratie sind sie nicht gerade für ihre Kampfkraft bekannt und dürfen in einem Feuergefecht rasch scheitern. Das hat man gerade gesehen, also einmal abgelenkt, auch kaputt. Genau wie die normalen Sturmtruppen. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielbe Landeplattform umgeleitet. Du wirst mir Zugriff auf das Terminal geben. Nein, ich... kann nicht. Sie sind nicht autorisiert. Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Gedankentrick-Sabotage. Boat will seine Flucht antreten, greift auf die Gedanken eines imperialen Agenten zu und zwingt ihn, ihm Zugang zu gewähren. Wenn das eine ISB-Basis ist, was macht Boat dann hier? Vielleicht arbeitet er für den imperialen Geheimdienst. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielbe Landeplattform umgeleitet. Da, das ist Boats Jäger.
Oh, jetzt muss ich da. Okay, ich weiß schon Bescheid. Wo schießt denn der her? Noch kein Alarm. So, wo führt uns das Kabel hin? Ah, das führt zum Hängen. Okay, und einfach nur Etagen oben. Auch gut, so. Aber das haben wir doch gemacht von. Ja, dann muss ich den wieder zurückfahren lassen. Ah, okay. Okay. Dieser Handel ist in der erhöhten Sicherheitsstufe gestartet. Du kommst an den Mauspost nicht vorbei. Die Untersuchung bis auf weiteres auf der Landeplattform umgeleitet. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielbe Landeplattform umgeleitet. Bin ich jetzt gelandet? So eine Art Waffenkammer oder was? Ja. Eine Waffenkammer des ISB. Ja, okay. Nee, eine Abkürzung. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielbe Landeplattform umgeleitet. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Denn Vic zieht neuerdings alle Register. Kannst du es ihm verdenken? Der Kampf ums Budget wird immer härter. Wenn du mich fragst, ist die Inquisition die Kredits nicht wert? Die Bilanz der ISB ist wesentlich besser. Relikte, das ist es, was sie sind. Und desto schneller die Aufklärung, ergeben sie sich einfach. Ich töte dich. Das werden sie bereuen. Backup-Server. Die Sicherheitsprotokolle verlangen für den Fall eines unerwarteten Energieausfalls oder feindliche Eindringlinge mehrere Backup-Server in einem geschlossenen Netzwerk. Sei vorsichtig. Wir dürfen Bord nicht wissen lassen, dass wir ihm hierher gefolgt sind. Da! David! Oh! Okay. Thank you.
Achso, der ist. Den kann ich immer noch hacken. Oder zumindest sieht es da aus. Ist wohl was hängen geblieben. So, interagieren wir mit der Essenz. Macht Essenz, yeah. Ein Terminal. Vielleicht ist Boat in der Datenbank. Boat ist definitiv hier. Er hat ein Zimmer in den Offiziersquartieren. Hey, der Jedi offenbart sich. Wow. Du kommst auch mal her. Hey BD, hilfst du mir mal? Toll. Hier spricht Commander Dan. Ich möchte hiermit als erster unsere Gäste der Inquisition willkommen heißen. Wir sind dankbar, dass Lord Vader Interesse an unseren Operationen gezeigt hat. Wir werden weiterhin beweisen, dass diese Behörde für das Imperium unverzichtbar ist. Unsere Gegner sind zahlreich, aber mit den Informationen unserer Behörde werden wir siegen. Bleiben Sie immer aufmerksam und wachsam. Wir sind die imperiale Sicherheitsbehörde. Wir sind die Augen des Imperiums. Das ist der Stützpunkt, Kommandant. Ja, da gibt es ja noch einen anderen Weg runter. Rechnen? Ah. Okay, ist jetzt gedreht. Die Basis ist nun abgeriegelt. Ein Eindringling wurde identifiziert. Bring ihn sofort zu mir. Der hier ist am wichtigsten erstmal. Gut. Vielleicht können unsere neuen Gäste den Jedi für uns ergreifen. Kann ich sie jetzt eigentlich kaputt machen? Ich glaube auch noch nicht. Nein! Oh! Auslöschungstruppler, Auslöschungstruppler. Komm her. So kann ich mich nicht mehr sehen. Was ist keine Chance? Tschüss. Ziel auf das Bein. Jetzt mal gucken, ob ich den einen. Jetzt mal gucken, ob ich den hier noch scannen kann, ne? Nee, kann ich tatsächlich nicht. Ah, das ist schade.
Den habe ich dann schon. Weil er hat dann nämlich diese Zweierwaffe. So, geradeaus komme ich auch noch nicht. Also ich muss jetzt erst wieder was erlernen. Das gleiche, was hier quasi konnte. Ja, ich interagiere sofort. Was haben wir? Legitimationskontrollpunkt. Imperiale Sicherheitskontrollpunkte sind mit Sicherheitsprotokollscannern ausgestattet, die nicht autorisierten Personen den Zugang verwehren. Dann wollen wir. Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Scheiße. Okay, also Lift kann nicht verwendet werden. Mich ran, jo. Ah, tatsächlich, ein Priorit. Natürlich die Frage, komme ich auch wieder unversehrt zurück? Ja. Wunderbar, nämlich einfach mit dem Seil. Geht das gut. So. Da ist gesperrt. Da ist gesperrt. Und hier kann ich mit dem Lift noch nicht interagieren. Das heißt, irgendwas muss es geben. Was ich hier machen muss. Wo liegt der andere Auslöschungstruppler? Mich war im Keller. Ja. Gehen wir nochmal zurück zum Fahrstuhl. Ich habe keine Chance, da ranzukommen. Die Tür hier ist auch zu. Das heißt, auch hier konnte man nur diesen Priorit-Club herholen. So, da bin ich heruntergekommen. Ah, warte mal, da. Ja, sieht's gut aus. Der Eindringling wurde als der Jedi-Terrorist Cal Kestis identifiziert. Bringt ihn zu mir. Lebt. Jetzt schauen wir uns hier nochmal kurz genauer um. Da brauche ich halt auch die bestimmte Fähigkeit wieder für. Fangen wir nochmal mit dem Fahrstuhl da oben. Genau, Abkürzung freigeschaltet. Tatsächlich, das geht dann direkt zum Schiff.
Abriegelung durch Elektronenwände aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand. Halten. Von hier funktioniert der Lift wohl nicht. Komm dir nicht runter, schade. Oh! Ist. Irgendwas hat auf mich geschossen hier. Das ist cool. Oh, hallo. Nehmen wir mit. Den Klumpen. So, hack uns mal bitte in die Truhe rein. Gut gemacht. Wieder eine neue Lackierung. Ja, ich auch reichlich Gegenstände wahrscheinlich schon, ne? Na, 7. Okay, ist eine Abkürzung wieder. Oh, bring uns hier da nach oben, sei so gut. Oh, wei. Fordere Verstärkung an. Meldung an Zentralkommando. Okay, dann doch. Ey, ich will ausweichen oder was und er tut es nicht. Und boah, was ist das? Jetzt nimmt er den Kreis auch nicht an. Dadurch zu swappen. Komm schon jetzt. Hä? Ganz komisch. Laserschranken sind aus.
Okay, wofür war das? Ah. Für eine Dachluke. Hat irgendjemand den Jedi im Sichtfeld? Ah, da unten scheint jetzt der ISB-Agent zu sein. Besser gesagt, der Commander. Geh mal runter. Hallo. Cal Kestis. Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein wenig schräg, oder? Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was? Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu nicht. Los ans Funkgerät. Jetzt. Hier, Commander Danvik. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Jetzt zufrieden? Ich will zu Bord Akuna. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Ein Peilsender in Bords Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen. Sie befahlen ihm, mein Team zu infiltrieren. Korrekt. Bode ist bereits eine ganze Weile meine Waffe. Eine effektive. Anders als die gepanzerten Abscheulichkeiten der Inquisition. Dann ist das also wahr. Sias Tod ist allein ihrer Schuld. Nein. Die Jedi-Operation ist nach Ona. Das Imperium hat das Archiv verbrannt. Angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Bode hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann. Okay, jetzt darf ich durch die Gegend latschen als ISB-Agent. So, Imperiale Sicherheitsbehörde. Imperiale Sicherheitsbehörde ist der mit der inneren Sicherheit befassten Arm des Imperiums. Aufgrund der uneingeschränkten Macht des grenzenlosen Budgets und dem Mangel an Kontrolle der ISB lehnen andere Abteilungen des imperialen Militärs es strikt ab, dass ihre Autorität nichts galt und Freigaben mit zweierlei Maß erteilt wurden. Jeder Sektor der Galaxis wurde von einem ISB-Einsatzleiter verwaltet, der in eine Hierarchie eingebunden war, die bis zum Imperator selbst reichte. Lank Denwick, Kommandant und Einsatzleiter bei der Imperialen Sicherheitsbehörde, hat während der Klonkriege der Republik mit Bode Akuna zusammengearbeitet. Er hat Bode die Mission übertragen, Sir Yunda zu finden. Sehen wir nach. Was gefunden, Kumpel? Offiziersuniform. Uniform eines ISB-Offiziers. Imperiale Uniformen sind bekannt dafür, eine einschüchternde Förmlichkeit auszustrahlen. Tragekomfort ist dabei Nebensache. Cool, neues Datenbank-Update.
Neue Sachen werden jetzt auf der Holo-Karte angezeigt. Zimmer. Okay, also es fehlen noch 1, 2, weiß nicht, also irgendwas fehlt mir noch. Ja, hier fehlt, wie gesagt, uns noch ein bisschen Macht. Muss erst an uns vorbei, um zu seinem Schiff zu kommen. Beeilen wir uns. Falls dich jemand sieht, fliegt unsere Tarnung auf. Ich glaube, wir gehen einfach mal geradeaus. Die kriege ich auf jeden Fall auf die Tür. Okay. Dann war das die Tür, wo ich den Klumpen gefunden habe. So. Okay, wir können interagieren hiermit. Gute Idee, BD. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Wo verhören Sie den Jedi? Warum? Möchtest du versuchen, ob du etwas aus ihm herausbekommst? Richtig. Erhalten Sturmtruppler ein Resistenztraining, von dem ich nichts weiß? Das ist nur was für Idioten. Ja, das ist genau mein Problem damit. Er geht nicht an sein Funkgerät. Versucht's nochmal. Vielleicht verhört er gerade den Jedi. Meinst du, der lebt noch? Denwick sagte neutralisiert, nicht tot. Ja, stimmt. Aber lebend sind die nicht leicht zu erwischen. Kommt er dir bekannt vor? Ja, ein bisschen. Wo finde ich die Offiziersquartiere? Ein neuer Rekrut, nehme ich an. Richtig. Tja, es spricht nicht für dich, dass du so wenig auf deine Umgebung achtest. Und jetzt verschwinde. Ich habe keine Zeit für dich. Danke für den freundlichen Empfang. Noch ein Wort und ich melde dich wegen Insubordination. Nein, die sind ja richtig nett auch hier bei der ISB. Naja. Geh weiter, ich will mit deinesgleichen nichts zu tun haben. Warum glauben Sie, dass ein Jedi versucht hat, diese Basis zu infiltrieren? Weil diese Organisation armselig ist. Eine Vergeudung imperialer Ressourcen bestenfalls. Keiner von euch verdient das Vertrauen des Imperiums. Ich traue euch nicht. Warum bist du auf mich zugekommen? Was war das? Lächerlich. Ganz offensichtlich ist die Sicherheit dieser Basis nicht mehr gewährleistet. Das werde ich Lord Vader melden. Unglaublich. Es ist ein riskanter Schachzug von Denwick, die Inquisitoren in ihrem eigenen Spiel übertrumpfen zu wollen. Lass unsere neuen Gäste das bloß nicht hören. Gäste, sie überwachen uns. Oh, natürlich. Und wir überwachen sie. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Termin. Und worum geht es bei diesem Termin? Wir glauben, der Eindringling war nicht allein.
In meiner Schicht ist niemand rein oder rausgekommen. Ich muss einen Sicherheitsdroiden rufen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Schickt einen Sicherheitsdroiden runter. Ist das notwendig? Ich kann keine Ausnahme machen. Auch nicht für jemanden Ihres Ranges. Ich bin jetzt schon spät dran. Lassen Sie mich sofort durch. Das geht nicht. Nicht ohne Sicherheitsfreigabe. Lassen Sie mich durch. Dann lege ich bei Denwick ein gutes Wort für Sie ein. Ein gutes Wort bei Denwick? Ja. Sie können passieren, Officer. Danke für deine Hilfe. Sei auf alles gefasst. Steck dich rein. Das brauchen wir. Erst nicht hier. Sehen wir uns um. Er hat die ganze Zeit Informationen über uns gesammelt. Spionagedaten und Tracker. Beweise für das Ausmaß von Boats Informationsbeschaffung und Spionagemission. Informationen über das Jedi-Archiv, Kobo und Dementis. Sprachnachricht. Eine Sprachnachricht von Boat an Cutter. Erstellungszeit unbekannt. Er verspricht darin, in Kürze mit einem Geschenk nach Hause zu kommen. Ich werde bald zu Hause sein. Kann's kaum erwarten, dich zu sehen. Ich bringe dir auch etwas Hübsches mit. Ein Echo. Es ist okay, mein Schatz. Ich weiß. Nur du und ich, Cutter. Nur du und ich. Boats Tochter und ihre Mutter. Familienporträt. Boat beruhigt seine Tochter Cutter, nachdem ihre Mutter Boats Frau getötet wurde. Hey, BD. Speichern wir mal. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. So, hau deinen Fühler rein. Ein Datastick. Sieht uralt aus. Mal sehen, was drauf ist. Was gefunden? Das ist das Holo, das Dagen sich angesehen hat. Entschuldigung. Ich... Du hast mich erschreckt. Du musst Cutter sein. Ich bin Cal. Und das ist BD1. Schön, dich kennenzulernen. Wo ist dein Vater, Cutter? Er sagte, ich soll parken gehen. Du arbeitest nicht hier, oder? Nein. Du bist die Erste, die das erkannt hat. Bist du wirklich ein Jedi? Ja. Das bin ich. Ich muss weitermachen. Ich finde meine Mookie-Puppe nicht. Tja, dann helfen wir dir suchen. Ist das Mookie? Sieht mir ähnlich, oder? Ein wenig. Ich habe ihn von meiner Mama. Cutter.
Hat dein Vater dir gesagt, wohin er dich bringt? Es sollte eine Überraschung werden. Aber du warst früher hier, als ich erwartet hatte. Komm her, Carter. Papa, was ist los? Das ist mein bester Freund. Wir haben gestritten, aber das lässt sich klären. Oder, Cal? Da ist ja Mookie. Du warst ein Jedi? Tja. Wie hast du die Auslöschung überlebt? Der Rat hat einige von uns in den Klonkriegen dem Geheimdienst zugewiesen. Mit dem, was ich dort gelernt habe, bin ich verschwunden. Ich habe mich versteckt. Konnte niemanden trauen. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Aber dann traf ich eine unglaubliche Frau. Deine Mama. Eines Tages war ich mit Cutter Besorgungen machen. Dann kam die Nachricht. Komm nicht nach Hause. Inquisitoren. Sie suchten nach mir. Meine Frau verschaffte uns Zeit zur Flucht. Ich konnte nicht ewig weglaufen und schloss einen Handel. Denwig versteckt uns so lange, Papa nützlich bleibt. Du hast uns von Anfang an belogen. Tanelor war ein Ausweg für beide unserer Familien. Aber du wolltest es dem versteckten Pfad geben. Einem Haufen von Fremden. Und du wolltest tausende unschuldige Leben opfern, nur um dich selbst zu retten. Du bist ein Monster, Boat. Ich bin ein Vater. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen. Du kannst das nicht verstehen. Dafür verstehe ich Verrat. Und dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Tja. Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. Lauf, Katze! Lauf! Der Eindringling ist in meinem Quartier. Er ist bewaffnet. Er schießt. Okay, ab hinterher jetzt. Diesen Jedi. So, warte mal, was haben wir jetzt? Wahrheit. The Wahrheit. Als Cal Boat auf Nova Garon konfrontiert, enthüllt dieser, dass er während der Klonkriege als Jedi-Agent für die Republik gearbeitet hat. Nach Order 66 nahm er eine neue Identität an und versteckte sich eine Weile. Lebte er mit Frau und Tochter auf Birren, bis ein Inquisitor eintraf, der ihn suchte. Weil er Boat nicht fand, tötete der Inquisitor dessen Frau. Boat floh mit Cutter und trat schließlich in die Dienste von Commander Denwig, im Austausch für die Sicherheit seiner Tochter. So, Cutter Acuna.
Der Peilsender führt die Crew nach Nova Garron, zu einer Basis der imperialen Sicherheitsbehörde. Gell schlich durch die Anlage zu mehreren Privatquartieren und stieß dort auf Cutter, Boats Tochter, und dann auf Boat selbst. Nachdem Boat Order 66 überlebt hatte, begann er ein neues Leben, heiratete und wurde schließlich Vater einer Tochter. Doch irgendwann spürte ihn die Inquisition auf. Er entkam mit Cutter, aber seine Frau wurde getötet. Auf der Flucht ging Boat eine Abmachung mit Denwick ein, der jetzt imperialer Stützpunktkommandant von Nova Garron war. Er wollte als Maulwurf für die ISB arbeiten und dafür wurde ihm Sicherheit zugesagt. Dennoch suchte er nach einer Gelegenheit, dieser Abmachung zu entkommen, und Tenelor war seine einzige Chance dazu. Boat enthüllt einen Plan, Cal zu benutzen, um die Inquisition auf Denwicks Basis hetzen, Boats Existenz aus den imperialen Akten zu tilgen, ihm und Cutter Zeit zur Flucht zu verschaffen. So. Mit ihrem Kuscheltier in der Hand. Sieht schon irgendwie cool aus. Also, Cutter Acuna wurde nach der Ausführung der Order 66 auf Byron geboren. Nachdem die Inquisitoren ihre Mutter getötet hatten, floh sie und ihr Vater. Auf Nova Garron verbrachte sie eine lange Zeit allein, während ihr Vater alles tat, was Commander Denwick verlangte, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Okay, das war's dann mal um die. Boah. Auf jeden Fall ist es cool, das können wir die ganzen Türen hier aufmachen. Die Plattform ist wohl gerade woanders. Auf!
Okay. Bord ist auf der Flucht. Wenn er entkommt, wird er spurlos verschwinden. Hey, Barrett, hast du das gehört? Barrett, wo steckt sie denn? Zerstört den Jäger! Der Verräter darf nicht entkommen! Wir kommen zu spät. Wir müssen zurück zur Mantis. Das gesamte Personal meldet sich sofort im Hangar. Bist du hier? Was denkst du denn? Ich rette dich! Oh Mann, das muss nicht unbedingt sein. Okay, das auch nicht. Autsch, lass los. Au. Gut, aua. Lolo, yeah. Oh. Könnte vielleicht mal irgendwer kommen hier? Ich bin da, Herr. Okay. Ab geht's. Sind weg. Er hat seine Tochter geholt und den Kompass. Ich war nur die Ablenkung. Verdammt! Na los, Jedi. Tu es! Tu es! Lieber du als Lord Vader! Wer ist das? Er hat Bord auf unser Team gehetzt. Meine Crew. Cordova. Fear! Alle sind tot, nur wegen ihm! Cal! Genau das will Boat. Ich weiß, das tut weh. Aber das bist nicht du. Das Imperium hat uns schon genug genommen. Ich werde dich nicht auch verlieren. Wirst du nicht.
Willkommen zur Mantis. Bestell den Inquisitoren Grüße von mir. Ich bin okay. Mir geht's gut, Kumpel. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Dann wird eine Abkürzung freigeschaltet. Sehr gut, da sind wir. Alles in Ordnung? Ja, glaub schon. Was war das? War das... Ich weiß nicht, was das war. Wenn du es wieder spürst, sag's mir. Das werde ich. Gut. Wir reden später. Na endlich, ich hab mir Sorgen gemacht. Moment, lass mich raten. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Kerl. Wir wissen nicht, wo Boat ist. Wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich, ich werd's ertragen. Haben wir verloren? Ein Kompass ist noch übrig. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Es ist nicht bloß ein letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tenelor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Da ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass sich die Mantis durch eine Nebelfliege der Schiffe frisst? In einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alte Tech freigelegt hat? Ja. Ja. Okay, bin dabei. So, nächstes. Mitgefühl. Sontaris letzte Nachricht an Deng Gera eröffnete ihm eine Wahl bei seinem Erwachen, sie zu finden oder sein zwanghaftes Streben nach Tenelor freizusetzen. Oder erstmal wieder alles anhören, was wir jetzt hier haben. Sontari Kree's Abyss-Experimente. Vor der Erfindung des Kompass wurde die Wellentechnologie der Anlage genutzt, um Kubomaterie zu entfernen, wodurch Forschungssonnen tiefer in den Abyss vordringen konnten. Aufgrund der instabilen Natur der Wellentechnologie hatte die Republik das Experiment fast beendet, doch dann lieferte Deng Gerras Blindflug die nötigen Koordinaten für den Bau des Abyss-Kompass. Zorn. Kell war am Ende und gab kurzzeitig der dunklen Seite der Macht nach, um durch die imperiale Garnison zu gelangen und Boat zur Strecke zu bringen. Er konnte ihn jedoch nicht an der Flucht hindern und richtete seinen Zorn stattdessen gegen Denwig. Merin wurde Zeugin, wie Kell dunkle Fähigkeiten einsetzte und überzeugte ihn anschließend, von diesem Weg wieder abzukehren. Nach der Rückkehr zu Mantis war die Stimmung verzweifelt. Alle Hoffnungen schienen verloren, bis BD1 die Holo-Aufzeichnung aus Boats Quartier abspielte. Darin sagte Sontari Kree zu Dagon, für den Fall, dass auch der letzte Kompass verloren ginge, den sie extra für ihn versteckt habe, gab es noch einen letzten Weg, um Tenelor zu erreichen.